Dieses Video dient nicht der Rechtfertigung von Gewalt, egal von welcher Seite. Es dient der Aufklärung über gesellschaftliche, politische und monetäre Entgleisung. Über Nacht haben plötzlich alle Banken des Landes geschlossen. Nur noch kleine Beträge dürfen zu reglementierten Zeiten abgehoben werden. Die Bankautomaten werden von Militärpolizei bewacht. Der Zahlungsverkehr ist fast völlig eingestellt. Szenen aus einem Hollywood-Film? Nein! Das ist die Beschreibung eines ganz normalen Staatsbankrotts, der bei einem Untergang des Euros viel näher stehen dürfte, als ihnen lieb ist. In diesem Video geht es um den Staatsbankrott Argentiniens 2001. Millionen Menschen gehen auf die Straße. Die Regierung des Landes hat abgewirtschaftet. Sie gilt als korrupt. Die Menschen rufen nach dem Abdanken der Politiker. Der Politiker, nicht etwa eines Politikers, sondern der Politiker. Ein Ruf nach Anarchie, gespeist aus einem maximalen Vertrauensverlust. Die Regierung regiert mit absoluter Härte und schießt auf die Demonstranten. Mehr als 30 Menschen sterben. Innerhalb von 10 Tagen gibt es 5 Präsidenten. Wir hatten keine Ahnung, wer uns regierte. Wir hatten keine Ahnung, was im Land passierte. Es war eine Explosion, wie aus dem Nichts. Eine Explosion, wie aus dem Nichts. Es geht schnell, wenn es einmal soweit ist. 1950 war Argentinien eines der reichsten Länder der Welt. 1976 kam es zu einem Militärputsch und der an die Macht geputschte General führt auf Pump einen Krieg gegen das Vereinigte Königreich um die Falklandinseln. Das Ergebnis? 42 Milliarden Dollar Auslandsschulden und eine Hyperinflation. In den 1990er Jahren dann wurde Carlos Menem Präsident, der die Staatsbetriebe für ein Apfel und ein Ei an ausländische Milliardäre verkaufte. Er galt als korrupt und wurde eventuell durch die ausländischen Milliardäre selbst bezahlt. Dazu band er den niedrigwertigen Peso, den Schrottpeso, den Ramschpeso 1:1 an den hochwertigen US-Dollar, sodass sich keine Produktion mehr in Argentinien lohnte und die Firmen wanderten ähnlich wie gerade in Deutschland ab. Argentinien wird zum Fabrikenfriedhof, denn der teure Peso macht die Produktion zu teuer. Die ganzen internationalen Firmen, die haben innerhalb kürzester Zeit ihre ganze Produktion nach Brasilien verlegt. Egal, ob das jetzt L'Oreal war oder Kellogg's oder egal was, auf einmal waren die weg. Das heißt, es gab immer weniger Arbeitsplätze und das hat auch so eine Wut ausgelöst. Also Deindustrialisierung. Immer weniger Arbeitsplätze. Industrie brachen Armut. Die Auslandsschulden waren nicht mehr zu bedienen. Das Land war pleite. 1999, neuer Präsident, neues Glück. Hilfsmittel des IWFs setzen Sparauflagen voraus, die die Wirtschaft noch mehr abwürgen. 2001 Plünderungen, Hungeraufstände, wieder bewaffnete Polizisten, wieder Hyperinflation. Der Staat schickt bewaffnete Polizisten. Das Geld hatte keinen realen Wert mehr. Man wusste nicht mehr, wie viel ist das wert, was ich habe und was kann ich davon kaufen. Eine Arbeitslosigkeit von 20% und kaum Sozialhilfe, denn der Staat ist klamm. Und nun sagt auch noch der IWF ab. Ein Bankensturm setzt ein. Und die Argentinier dürfen nur noch 250 Euro umgerechnet pro Woche abheben. Nosotros ya estábamos viviendo lo que era una corrida bancaria. Schon 1 oder 2 Monate vorher hatten die Leute begonnen, ihr Erspartes in Sicherheit zu bringen. Aber als sich abzeichnete, dass der IWF den Kredit nicht auszahlen würde, haben unsere Kunden die Bank regelrecht gestürmt. Wir wurden mit Fragen bombardiert, wie, was kommt da auf uns zu? Was wird passieren? Gewalt. Noch mehr Plünderungen. Plünderungen im ganzen Land. Recht und Gesetz spielen keine Rolle mehr, weder von den Menschen noch der Regierung. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen und die Demonstrationen werden zu Massenprotesten. Schüsse der Polizei in die Menge, das Regierungsgebäude sollte gestürmt werden. 30 Menschen wurden durch die Polizei erschossen. Der Präsident flieht im Helikopter ins Ausland. 1 Woche und 3 Präsidenten später. Der neue Präsident gibt den Wechselkurs zum Dollar frei. Die Spareinlagen der Argentinier sind plötzlich nur noch ein Viertel wert.
Alle, die Dollar einzahlten, bekamen nur noch Pesos zurück. Kredite in Dollar für Häuser, Autos mussten nun mit den billigen Pesos zurückgezahlt werden, beziehungsweise es drohte die Zwangsversteigerung. Heute gibt es eine Inflation in Argentinien von 100% pro Jahr. Das Land springt von Krise zu Krise und war einst eines der reichsten Länder der Welt. Glaubt ihr, das könnte Deutschland genauso gehen? Das war Cassandra. Ein Land ist nur so friedlich und stabil, wie es seine Bürger sind.